Also ich meine, dass die Arbeiter das Futter einsammeln und die Kämpfer eben nur kämpfen. Können wir eh mal probieren, ob wir das einfach machen. Warte, so. So, und die Arbeiter sammeln jetzt. Können wir hier drüben noch vielleicht da rein? Mal schauen, ob die jetzt mehr bringen. Einer hat 25 gebracht, wenn der den jetzt ablegt. Okay, verstehe ich nicht. Ich glaube, es hat nur 25 gebracht. Jetzt hat er irgendwas gleichzeitig mit dem anderen was abgelegt. Und es hat überhaupt nicht gepasst von den Zahlen. Wenn wir die Arbeiter sammeln lassen, dann sparen wir uns vielleicht auch ein bisschen Zeit. Brauchen wir nur ein paar mehr vielleicht. So. Kann ich mit den Kämpfern schon mal weiter vorrücken? Die Arbeiter holen einfach das Futter. Da ist zum Beispiel nichts mehr. Dann können sie hier hin. Und die Kämpfer können hier weiter. Ich habe auch schon das Gefühl, dass die Arbeit jetzt schneller unterwegs waren. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr gesammelt haben. Aber sie laufen schneller. Bisschen. Aweng. So, wo reinbuddeln hier? Oder lieber erstmal hier vielleicht. Dann da oben. Gibt es nichts mehr zum Sammeln? Können Sie hier sammeln? Okay, eventuell hätten wir das Level auch auf schwierig geschafft. Ziemlich wahrscheinlich.
Warum laufen die denn da außen, wenn es hier schneller geht? Warte mal. Oh, nicht sein. Die Nahrung kommt noch. Okay. Okay, die sind komplett aufgewertet. Jo, das heißt, passt eigentlich. Ich glaube, das reicht auch. Die sollten jetzt mit allem fertig werden, was hier drin ist. Sie sollten allen fertig werden. Witzig. Ah. Die Ameisen vielleicht ein bisschen überschätzt, aber gut, die Runde 2 gewinnen wir aber. Runde 2 gewinnen wir aber. Ja. Hurra! So, da. Dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Nachdem wir das Futter hier eingesammelt haben. So. Brauchen wir erstmal mehr Arbeiter hier, damit wir von dem Futter mehr haben. So, hier können wir weiterbauen. Dann ist die Kammer hier fertig.
Sehr So, die können wir ausbauen hier. Reicht auch nicht ganz. So. Ach, wieder nicht mehr genug Territoriumspunkte. Okay, dann lassen wir das mal. Lululup. Achso, Quatsch. Die haben wir ja noch nicht mal fertig gesammelt hier unten. Halt, nehmt das mit. Hä? Ach, Lara ist schon wieder voll. Braucht ihr echt ein relativ großes Lara und für die Missionen, die Zwischenmissionen braucht man auch. Relativ viel Futter auf Vorrat dann später. Bauen wir die gleich komplett aus? Ja. Wir haben eh keinen Platz für eine zweite Brutkammer. Was können die eigentlich auf Stufe 3? Nichts. Ist das ein geskillt hier? Erhöht nur das Arbeitstempo, okay, und die Geschwindigkeit. So, den Rest hier noch einsammeln. Oh, was steht hier rum? Medizinische Masken. Aha, 60 Stück. Liegt da noch so interessantes Zeug am Rand rum? Ah, hier haben wir ein Schild von Mika Rufa. Das kommt hier raus.
Warum stellen sie ein Schild für die Ameisen hin? Warum mach... Normal würdest du doch hier in die Röhre so ein Aufkleber drauf machen oder so. Oder so ein Wickel. Aber doch nicht ins Terrarium so. Damit die Ameisen wissen, was da rauskommt. Formica fusca kommt hier raus. Formica eruptor kommt hier raus. Oh, da liegt eine Tote. Oder schwebt. Die schwebt hier. Schwebende tote Ameisen. In der Ecke ist nichts. Nun ja. Können leider nicht alles aufwerten komplett. Es wäre echt cool, wenn ich ihnen so Patrouillenrouten geben könnte. Ich kann sie leider nur... Ich kann ihnen leider keine Laufwege vorgeben. Das ist schade. Müssen wir warten, bis sie dahin laufen und dann... Dann erst kann ich sie weiterschicken. Wobei man könnte es so machen. So. Nee, es macht keinen Sinn. Dass ich sie einfach hier reinziehe und dann laufen sie erst dahin und dann ziehe ich sie ins nächste und dann laufen sie dahin. Aber dann kann ich auch hinklicken, das macht keinen Sinn. Ich überlege gerade so ein bisschen die taktischen Möglichkeiten noch. Aber die sind ziemlich begrenzt hier. Ja. Naja. Gut, das war's erstmal. Vielleicht bis später. Danke fürs Reinschauen. Schön, dass du dabei warst, Otto. Bis dann.